Moin und herzlich willkommen zu einem neuen VGC-Part auf diesem Kanal. Beim heutigen Team weiß man gar nicht so genau, wohin man eigentlich als erstes schauen soll. Elektroball haben wir am Start, Mantidea mit Umkehrung, Servol mit der roten Karte, Cremanzo mit Bruchrüstung und Schwächenschutz. Also wirklich teilweise weirde Pokémon, weirde Sets, die aber zusammengenommen dann ein sehr stimmiges Gesamtbild ergeben. Denn wir haben einige Strategien untereinander, die man vielleicht auf den ersten Blick gar nicht so erkennt, die aber sehr, sehr stark sein können, wenn wir sie heute im richtigen Moment rausbekommen. Gefunden habe ich das Team bei Reddit, da hat der User Mopan das hochgeladen und ich fand das Team super kreativ und super cool, deswegen habe ich mir das direkt mal ausgeliehen und werde das heute auf der Ladder testen. Vielleicht noch kurz zu den Strategien, die wir heute rausbringen wollen. Elektroball kann natürlich mit seinen Statusattacken Cremasse und Mystowellen unser Mantidea sehr, sehr gut supporten. Es hat Umkehrung, das heißt Stat Drops sind Boosts. Mystowellen können wir unseren Spezialangriff boosten, Cremasse den Speed und Mantidea kann sich dann zusätzlich mit Blättersturm und Kraftkoloss natürlich auch nochmal boosten und kann sehr, sehr schnell zu einer Gefahr werden. Können wir auf jeden Fall ausnutzen und dann haben wir natürlich noch unsere Servol-Cremanzo-Kombo, die für sich genommen natürlich sehr, sehr stark ist, aber wir können natürlich auch den Schwächenschutz triggern. Zum Beispiel, wenn wir Elektroball daneben haben mit dem Schmarotzer, aber auch das Ferninara, was den Rückzug hebt. Damit können wir außerhalb der Terra die Bruchrüstung triggern, aber wenn Cremanzo in die Terra-Kampf geht, können wir mit dem Rückzughieb, dass er durch die Feenschicht eine Feenattacke wird, den Schwächenschutz und die Bruchrüstung triggern und dann überraschenderweise irgendwas komplett wegscheppern. Also wirklich viele Kombinationen. Flamingo kann sich dann die Boosts gönnen, aber kann auch Support mit Rundumschutz und Rapidschutz. Also wirklich sehr, sehr coole Synergien untereinander und ich bin sehr gespannt, wie sich das Team heute auf der Ladder spielen wird. Wir gehen rein und gucken mal, wie es so performt. So, Matchup Nummer 1. Wir kämpfen gegen Yun. Yun hat ein sehr gefährliches Team dabei. Puh, okay, Flatterhaar gegen und Juju. Ist natürlich schon sehr gefährlich. Ich sag's so, Indie die Armor Rouge sieht halt hier sehr, sehr strong aus. Hat natürlich zwei Dark-Types, aber die treffen wir trotzdem sehr effektiv. Und den Rest irgendwo auch. Deswegen gehe ich, glaube ich, mit der Combo rein. Mit Croissant, was für ein nicer Nickname. Und mit Phoenix. Ja, was wollen wir sonst in the back haben? Ich meine, irgendwie nochmal überraschenderweise eine Bruchrüstung zu triggern, kann schon auch sehr, sehr nice sein. Ja. Mantidea könnte auch strong sein. Wenn wir den Bizarro rausbekommen, könnten wir theoretisch rausbekommen. Und dann sieht das schon gut aus. Dann gehen wir mit Blättersturm an sich ganz gut durch. Und dann würde ich gleich noch den reinnehmen. Einfach, damit wir die Dark-Types noch irgendwie treffen. Und dann wollen wir auf jeden Fall über die Bizarro-Route in diesem Game gehen. Okay, wir sehen direkt beide Dark-Types. An sich erstmal glaube ich, okay. Klar, ein Dark-Pulse wird schon anders scheppern an der Stelle. Aber wir können hier in eine Terra gehen. Ich denke, das ist vollkommen fein. Ich gehe hier, ich könnte Schutzschilden und hier Terra Fee Bizarro drücken. Weil den sollte ich rausbekommen. Ich kann aber auch Indie die abwerfen, weil Sylveon dann durch diesen Lead gerade einfach nur durchbrettert. Aber ehrlich gesagt, es ist Schutzschild. Weil dann kriegen wir noch einen Hit raus, was cool ist. Und hier drücke ich einfach Bizarro. Will ich über die Bizarro-Route gehen? Das Nice ist, ich glaube, die rote Karte ist auch dafür da, um das Feld draußen zu lassen. Wenn Bao Jian schneller ist, also wenn das kein Walschal Juju ist, haben wir hier die Möglichkeit, auf jeden Fall den Bizarro rauszubekommen und das Feld da zu lassen, selbst wenn Eiskreise kommt. Das wäre sehr, sehr cool. Bin gespannt, ob wir hier mit dem Play durchkommen. Wir sehen nämlich Eiskreise. Jetzt bin ich sehr gespannt auf diese Interaktion. So, das macht leider sehr viel Damage, aber das Feld bleibt. Weil wir zeigen dem die rote Karte. Und das ist so ein bisschen die Idee hinter dieser roten Karte. Und ich finde das sehr, sehr cool. Und jetzt kommt Ogapon rein. Und ich hoffe, dass jetzt einfach keine Overheat kommt. Standpauke, vollkommen in Ordnung. Die hätte ich halt, überleg mal, was das für ein unfassbarer Play gewesen wäre, wenn wir hier einfach durchgekommen wären. Das wäre komplett free gewesen. Standpauke kann sowas von gerne kommen. Ich gehe jetzt auf rechte Hand und auf Flächenmacht. Wenn hier Standpauke kommt, hat er da Feldveränderungszeug? Nee. Ich meine, es könnte direkt wieder der reinkommen, ne? Aus dem Grund, ich gehe mal Flächenmacht und ich gehe hier vielleicht. Ah, Psychokinese, das ist halt dann auch nicht. Ich gehe mal Spotlight, weil wenn hier Standpauke kommt. Okay, er bleibt drin. Wenn hier Standpauke kommt, kriegen wir unseren Weakness Policy raus, aber das sollte unfassbaren Schaden auf den rechten Slot machen. Hat natürlich gute Death-Werte, ja.
Stampauke kommt. Let's go. Nein! Och, ich hätte es genommen. Ich sag, wie es ist. Ich hätte es genommen. Und der nimmt den raus. Ich hätte gerade wirklich äußerst gerne die Standpauke auf Armorush genommen, weil dann hätten wir unseren Schwächenschutz getriggert. Haben wir jetzt halt nicht. Aber jetzt kommt halt Felinara rein. Und der macht halt jetzt einfach nur Work des Jahrhunderts. Das wird sehr, sehr wild. Ich glaube, wir gehen... Standpauke könnte Spec-Set sein. Ich weiß jetzt nicht, ob das stimmt. Auf jeden Fall kommt hier einfach nur Schallwelle. Und da gehen wir einfach rein. Da wechselt jetzt auch gar nichts rein. Ich glaube, wir haben hier die richtige Route gewählt für dieses Match. Ich glaube, er hätte dann natürlich einfach voll auf Indidi gehen können. Wäre auf jeden Fall eine Variante gewesen, das Game hier besser zu spielen. Wir sehen jetzt die Schallwelle. Die wird hier schon 50% machen, denke ich. Ich glaube, es war ein sehr offensives Felinara. Nicht ganz, okay. Dann doch eher ein bisschen bulky. Ich meine, es war nur neutral. Aber gut, die Aurasphäre wird hier reichen. Und jetzt sind wir schon in einer sehr, sehr guten Position, würde ich sagen. Sind wir schon in einer sehr, sehr guten Position. Können jetzt hier richtig Work machen. Und ihr seht, wie wichtig das jetzt auch war, dass die rote Karte hat uns gerade wirklich dieses Match Turn 1 ein bisschen gerettet. Und wir gehen jetzt hier auf eine weitere Schallwelle. Und ich denke, hier gehen wir auf Rüstungskanone. Weil ich will jetzt nicht Flächenmacht drücken und es macht gar nichts. Ich will aber auch nicht Aurasphäre machen und der geht in die Terra Geist. Aus dem Grund kommt einfach Schallwelle. Ich meine, wenn es jetzt kein Dark-Type da wäre, könnten wir unseren Schwächenschutz triggern. Aber genau, wir gehen jetzt Schallwelle. Ist halt cool. Amarush funktioniert halt im Bizarro-Raum, aber funktioniert auch außerhalb. Spotlight ist okay, weil wir sind langsamer mit Felinara. Genau, nehmen den raus auf den Sash. Und jetzt hätten wir natürlich auch für die Kampfattacke gehen können. Dann hätten wir keinen Death-Drop bekommen. Aber ist für mich vollkommen fein. Wir dominieren dieses erste Match. Weil wir jetzt auch noch nicht die mimigen Strategien hier ausgepackt haben, sondern eher klassisch gespielt haben, würde ich sagen. Aber die rote Karte hat uns das Match auf jeden Fall gewonnen. Weil sonst wäre das Feld weg gewesen und er hätte Sucker Punch drücken können. Obwohl mit Spotlight wären wir schon noch in einer guten Position gewesen. Also es wäre jetzt nicht unspielbar geworden, aber wir haben uns einen großen Vorteil dadurch auf jeden Fall erarbeitet. Und jetzt will ich einfach was machen. Ich drücke jetzt hier mit beiden Schutzschild. Einfach nur für den Flex. Das könnte saudumm sein, ne? Aber ganz ehrlich, ich mach's. Drück mit beiden Schutzschild. Und danach triggere ich meinen Schwächenschutz und meine Bruchrüstung. Und, ah ne, wir haben schon... Das war dumm. Ich habe ja schon längst geterrat. Sorry, Leute. Sorry. Could be. Wir gehen auf jeden Fall einfach hier auf Schallwelle. Wurde aufgegeben. Ja, ich denke, wenn das Wahlscheiß-Set ist, dann kann Jun das auch nicht mehr gewinnen. GG trotzdem war ein schnelles, cooles erstes Match. Man hat die Stärke des Teams gesehen, man hat rote Karte gesehen, weil das einfach ein Foulspiel war, dieser Eiskreisel, und das musste bestraft werden. Wir gehen jetzt nächste Match rein. Wir gucken mal, ob wir ein paar von den Meme-Strategien mal umsetzen können. So, erstmal interessantes Matchup an dieser Stelle, weil wir sehen drei Ice-Types, die natürlich alle von dem Schneestauer von wohl nur noch sehr profitieren können. Wir sehen Heatran, das dann die Feuerattacken abfängt. Aber ganz ehrlich, Bizarro-Route ist halt trotzdem wieder ein Ding, ne? Ich will hier nicht mit... Also Mantidea sieht hier nicht gut aus, weil wird von Eis getroffen. Wenn es Terra hat, wird es von Freestrike getroffen. Und generell zerstört vor allem... Ich bin jetzt nicht der Superfan von diesem Spread hier, weil er so ein bisschen weird ist. Also gar kein Bulk und dafür in beide Angriffe... Voll investiert. Wild auf jeden Fall. Ich bin mal gespannt, ob wir den hier heute nochmal einbinden können. Ich hoffe es doch sehr. Ich meine, gegen Heatran sieht offensiv, sieht er halt schon gut aus mit dem Superpower, aber defensiv, ja, ist das ein bisschen anstrengend. Wir gehen wieder mit der Indie-Di-Armonush-Kombo rein, denke ich, weil wir mit dem Bizarro hier sehr, sehr nices Zeug machen können. Ich glaube, ich gehe diesmal mit dem Flamigo rein an der Stelle und mit dem... So, wir sehen einfach Ninetales Iron Bundle, okay. Ich meine, Flächenmacht nimmt die halt anders hops, ne? Das muss man schon mal auf jeden Fall sagen. Und ja, ich gehe hier auf Schutzschild und auf Pizarro. Und danach gehe ich einfach auf Helping Hand und oder Spotlight oder so. Wir sehen auf jeden Fall Quantenantrieb. Sehen wir den Speed? Wir sehen den Speed, okay. Also ganz ehrlich, Schutzschild kommt hier auf jeden Fall raus und hier kommt Bizarro. Ist ähnlich gespielt wie eben, aber es gibt gerade nichts, was uns wirklich gefährlich werden könnte. Wir könnten auch überlegen, wir gehen hier in die Terra-Kampf und drücken direkt Flächenmacht, aber das bringt es eigentlich nicht. Außer, dass wir danach halt einen heftigen KO holen würden schon direkt, aber erstmal
bisschen defensiv spielen. Wir holen uns nämlich auch Schutzschild. Okay. Ich meine, ist eh das schnellste Pokémon. Und jetzt kommt der Aurora-Schleier an der Stelle. Ja. Okay. Ist erstmal fein. Ist natürlich jetzt erstmal schwierig, gegen den Aurora-Schleier zu spielen. Auch nicht unmöglich, würde ich sagen. Ich könnte hier eine Aurasphäre reinknallen. Ich denke aber, ich gehe auf die Flächenmacht und ich gehe hier einfach weiter auf Spotlight oder erstmal auf Spotlight, weil da verliere ich erstmal nichts. Kann Blizzard kommen? Ja, den lebe ich aber mit Armor Rouge gut, auch wenn wir kein bulky Armor Rouge sind oder Grimanzo, sondern sehr schnell und sehr stark. Ich denke, wir sollten aber trotzdem noch 50% Minimum mal auf Iron Bundle machen. Aber das switcht. Aber der hatte kein... Ah, doch, Heatran. Aber Heatran wird halt einfach von der Aurasphäre gleich auch ein bisschen gepressured, muss man schon sagen. Guter Switch auf jeden Fall. So, Flächenmacht kommt. Let's go. Das macht schon okayen Damage. Und wir sehen einfach Blizzard. Ja, aber das wird halt nicht viel machen. Nee. Er macht nicht viel Damage. Wir sehen auch kein Freeze. Wir sehen die rote Karte. Ciao. Das heißt, hier wird jetzt was reingewechselt. Und es ist... Ogerpon. Okay. Moin Ogerpon. Er will eigentlich hier gar nicht drin bleiben, oder? Drücken wir rechte Hand. Denk nicht. Ich denke, wir drücken einfach weiter Spotlight und hauen diesem Heatran jetzt erstmal einen unfassbaren Hit ins Gesicht. Mit der Terra-Kampf. Ich glaube, hier kommt nämlich keine Hitzewelle. Ich meine, was macht dieses Heatran gerade? Ich sag, die rote Karte war diesmal nicht so gut für uns, weil wir haben gesehen, Alola Vulnona hat gerade gar keinen Progress gemacht, hat uns ein bisschen KP reingeknallt. Und ich hoffe, dass Heatran jetzt nicht defensiv spielt, sondern einfach sagt, okay, ich versuche jetzt auf die Erdkräfte zu gehen. Und wir, wenn es Heatran jetzt auf die Hitzewelle geht, boah, das wäre mutig, ne? Das wäre super mutig, weil es wird funktionieren, weil wir natürlich nicht Feuerfänger sind. Vielleicht denkt er sich das auch bei unserem Team, glaube ich aber nicht. Glaube ich aber nicht. Mal gucken. Nee, es kommen einfach die Erdkräfte. Und die machen 40 KP. Und an dieser Stelle werden wir den, glaube ich, noch nicht ausnocken. Aber wir machen viel Schaden. Wir machen sehr viel Schaden. Jetzt drücke ich hier rechte Hand und drücke Flächenmacht. Und ich glaube, dieser Lead pressured gerade wirklich sehr stark. Weil wir machen Schaden ohne Ende. Und klar, an dieser Stelle, oh, Hitzewelle. Weil Armor Rouge einfach schneller ist und der Burn kommt. Okay, das ist halt wild. Habe ich gerade gar nicht drauf geachtet, dass wir natürlich schneller sind. Wir nehmen halt Heatran einfach anders raus. Let's go durch Aurora-Schleier und Kehrtwende kommt. Okay. Ich meine, er hätte jetzt einfach Armor Rouge angreifen können, aber er wollte halt nicht die nicht sehr effektive Rankenkeule reindrücken. Und jetzt kommt halt was, was ich sehr fühle. Muss mal kurz zählen. Ich glaube, der Bizarraum dürfte gleich vorbei sein. Wir haben jetzt einmal Flächenmacht. Wir haben jetzt dreimal angegriffen. Und das dürfte jetzt der vierte Angriff sein. Aus dem Grund schutzschilde ich jetzt mit beiden. Und dann kommt einfach unsere Weakness-Policy-Kombo. Weil wir sollten schneller sein als beides. Und das wird sehr, sehr wild. Vor allem, weil jetzt hundertprozentig ein Schutzschild kommt von Iron Bundle. Alles noch viermal da. Das heißt, hier kommt Schutzschild. Und hier kommt Scanner. Und wir kriegen jetzt vielleicht direkt unsere Combo raus. Ich glaube, auf plus 2 sollten wir die gerade alle ausnocken. Scanner kommt. Schutzschild kommt. Sehen wir auch Schutzschild auf der gegnerischen Seite? Wir sehen Schutzschild auf der gegnerischen Seite. Das einzige Problem, das wir jetzt halt haben, ist, dass wir... Okay, und Mondgewalt. Dass das Psychofeld jetzt weg ist. Das ist ein kleines Problem. Ich sage, es ist ein bisschen kontraproduktiv, dass es halt nur 5 Runden am Start ist. Weil wenn der Bizarraum dann vorbei ist, will man die Combo hier irgendwie raus gönnen, aber ja, ich denke, wir werden trotzdem an der Stelle Mondgewalt kamen, ne? Wer ist denn das größere Problem? Ich meine, wir haben einen Nahkampf auf dem Flamigo und der Flamigo dürfte aber Ninetales dann eigentlich 1 gegen 1 auch schlagen können. Ist noch ein bisschen schwierig. Ich glaube, ich gehe in den und drücke hier ruckzuck Hieb in den. So, wir sehen die Combo. Ich glaube, wir werden es trotzdem wahrscheinlich verlieren. Aber es ist trotzdem cool, die Combo direkt in meinem zweiten Match rauszubekommen. Einfach damit man schon mal sieht, wie man dann auch überraschenderweise outspeeden kann. Vielleicht kommt jetzt auch Zugabe oder so, weil er sich denkt, oh, die haben beide Schutzschild gedrückt. Ich werde jetzt Zugabe drücken und irgendwie, keine Ahnung. Das würde ich sehr, sehr gerne fühlen. Sagt man das so? Ich glaube nicht. Das würde ich sehr, sehr gerne sehen. So, Rüstungskanone kommt, mach's gut durch die Screens. Deswegen, Screens waren
voraussehbar, aber jetzt nicht so furchtbar für das Team. Wir wären noch mehr durchgebrochen, ganz klar. Wir hätten auch direkt angreifen können, weil der Gegner Anfang an... Oh, let's go, Dankeschön. Dankeschön für die Zugabe. Ich drücke sehr gerne nochmal die Rüstungskanone, definitiv. Das mache ich unfassbar gerne. Die Frage ist jetzt nur so ein bisschen, gegen wen eigentlich? Weil die haben beide Schutzschild und ich glaube, in den Slot, boah, ich meine, wir sind auf minus 1. Ich glaube, in den Slot und ich gehe hier raus in den Flamigo. Dann gönnen wir uns nämlich die Boosts. Ah, geil, das perfekte Matchup. Ich denke, passiv spielen, er hat halt nichts befürchtet. Er dachte sich so, hey, du willst deinen Bizarro nicht nutzen? Whatever, ist mir egal, ich drücke Schutzschild und dann kam einfach die Fallenkarte, die ich gelegt habe. Wir haben es noch nicht gewonnen. Wenn jetzt der richtige Schutzschild-Predict kommt, aber es kommt gar kein Schutzschild und damit sollten wir es gewonnen haben. Weil auch der Flamigo outspeedet jetzt dieses Eisenbündel und das lief ja mal richtig nice. Sehr cool, das zweite Match und wir haben direkt die zweite Strategie raus. Der Gefriertrockner kommt nochmal auf den Flamigo. Okay, macht auf jeden Fall auch guten Damage, aber Fokusgurt Flamigo, beste, wirklich perfekt. Also das Team, besser kann man es, glaube ich, nicht showcasen. An der Stelle Rüstungskanone kommt, mal kurz überlegen. Es gab noch keine Terra, okay, es könnte noch eine Terra kommen, die das ein bisschen umgehen kann alles. Also so jetzt irgendwie Terra Geist und das reicht dann irgendwie. Deswegen gehe ich für Sturzflug. Einfach nur aus dem Grund, wir sehen die Aufgabe, wenn jetzt Terra Geist kommt, er überlebt durch die Screens irgendwie, die Rüstungskanone drückt Icy Wind und knockt uns aus. Und ja, aber am Ende steht da noch ein speziell defensives Felinara. Ich glaube, das können wir nicht mehr verlieren, deswegen sehr, sehr cool. Ich bin unfassbar zufrieden, wie diese Folge anfängt, weil wir haben alles schon gesehen, bis auf das Mantidea. Ich hoffe, dass wir das im dritten Matchup nochmal mitbekommen können, aber ihr könnt natürlich schon mal ein Like da lassen. Hilft mir sehr, mir machen die Videos viel Spaß. Natürlich noch mehr, wenn es euch auch gefällt. Deswegen zeigt mir das gerne und dann sehen wir uns jetzt beim dritten Matchup wieder. Bis gleich. So, nächstes Matchup und Kai hat einen Smogmog dabei. Unser ganzes Team ist auf Fähigkeiten aufgebaut. Oh, nee, ey. Wir müssen hier wieder mit Indeedee reingehen, weil wir haben auch keine Feenschicht da drauf, ne? Das heißt, das ist eine Normalattacke. Ich meine, gegen Smogmog ist das gut, aber gegen den Rest weiß ich nicht. Feenattacken sehen schon strong aus. Ich glaube, ich muss wieder mit der Combo hier reingehen. Ich muss es tun und ich glaube, ich muss wirklich wieder mit den Feen reingehen. Es ist nicht das Mantidea-Match. Wie soll ich den mitbringen, wenn hier Umkehrung am Start ist und mich alles einfach outspeedet und weghaut? Gerade nicht das Mantidea-Matchup, muss ich sagen. Okay, wir sehen einen starken Lead. Auf jeden Fall. Ich glaube aber Terra Fee komplett auch fein an der Stelle. Psychofeld kommt natürlich nicht raus. Okay, wer hätte das gedacht? Alle. Aber ich sag so, irgendwie Terra Kampf und hier erstmal eine Aurasphäre in den rein. Obwohl, ganz ehrlich, ich denke, ich gehe hier, ich glaube, es ist super schwierig, weil die Dragon Dance wird nicht kommen, ne? Ich versuche mal den Bizarum rauszubekommen. Es könnte ein Verhöhner kommen. Das wäre strong. Dann kriegen wir aber ein Switch-In, Switch-Out, dann ist direkt die Booster-Energy schon mal von dem Donnersichel weg. Also Smogmog ist einfach so gut. Man kann es einfach nicht in Worte fassen, wie gut Smogmog ist, wirklich. Wir sehen einfach Schutzschild, was ich so gerne sehe. Ich denke, wenn er Verhöhner drauf hat, kann er das Match fast schon gewinnen. Einfach nur Verhöhner in Indeedee und wir sehen Abschlag. Okay, absolut freer Turn. Ich meine, anders free. Wir werden dieses Smogmog jetzt aber wegklatschen ohne Ende. Weil das will ich hier nicht mehr sehen. Wir gehen jetzt auf den Flächenmacht drauf. Könnte in Terra Dark gehen, aber ganz ehrlich, ich gehe auf Spotlight und auf Flächenmacht in dem rechten Slot. Okay, sehr, sehr guter Turn dafür, dass wir ein super schlechtes Matchup haben. Haben wir einen okayen guten Turn gehabt. Wir sehen jetzt eine Terra. Wenn es Terra Undicht ist, ist es stark. Ist auch Terra Undicht höchstwahrscheinlich, ja. Nee, Terra Wasser. Okay. Okay, okay, okay. Ist in Ordnung. Matschbombe erstmal, das ist das langsamste Pokémon, macht leider über 50%, aber Smogmog kommt jetzt raus. Vergiftung auch noch. Und wir hauen die Flächenmacht irgendwo anders drauf. Das ist schade, dass da jetzt dieser Drache steht, der natürlich Unlicht ist, sonst würde die Flächenmacht jetzt beides einfach reinknallen. Das wäre sehr, sehr cool.
Vielleicht kommt ein Abschlag, weil den leben wir auf jeden Fall noch, aber ich denke eher eine Akrobatik. Oh, okay. Moin, Flatterhaar. Dem schon mal einen ordentlichen Hit reinzudrücken, sehe ich auch gerne. Also rote Karte ist ein interessantes Item, aber ein gutes Item. Muss man schon sagen. Es macht echt Work. Akrobatik kommt leider. Und durch die Vergiftung reicht das dann auch. Was ich mitnehme, weil jetzt bringen wir halt Felinara rein. Und Felinara wird halt einfach nur eskalieren und wird dieses Donnersichel auslocken. Also das Team funktioniert, aber wir haben jetzt auch noch nicht alles ausprobiert. Also ich bin noch nicht so warm mit dieser Mantidea-Kombo, weil ich nicht so genau weiß, wann man die einbringen kann. Ich glaube, wenn man wirklich hart Bizarraum spielt. Wir gehen jetzt hier auf jeden Fall Flächenmacht nochmal. Ah, Moment mal. Nee. Es gibt hier ein Problem. Oh, es gibt hier ein Problem. Wenn nämlich jetzt hier das Smogmog wieder reinkommt, ist es ja keine Feenattacke mehr. Aus dem Grund Schallwelle und das wäre jetzt ein Switch-In und das ist es auch. Gott sei Dank haben wir da noch dran gedacht, weil jetzt natürlich die Feenschicht nicht mehr aktiviert ist. Genau, oh Gott sei Dank, gerade noch eingefallen. Ich weiß jetzt nicht, ob wir dieses Donnersichel auslocken, weil das macht halt kaum Damage. Eigentlich hätten wir auch rechts doublen können. Nee, wäre es eigentlich nicht gewesen. Und hier kommt jetzt eine Aurasphäre und die wird schon zimmern. Ah, schade, okay, reicht nicht. Abschlag kommt, der wird reichen. Ja, okay. Okay. Bisschen schwierig. Überlegt mal, wie nice das wäre, wenn ich jetzt Mantidea dabei hätte und da rechts einfach nur einen Blättersturm reinjagen könnte. Das wäre doch geil. Dann wäre der nämlich weg. Habe ich aber nicht. Ich meine, ich outspeede den noch. Ich kann den Nahkampf reinjagen. Ich kann auch einen Sturzflug reinjagen. Ich denke, Nahkampf ist erstmal besser. Und hier kann ich einen Terra-Ausbruch in den Slot reinjagen. Smogmog ist halt jetzt nicht unbedingt das langsamste Pokémon. Terra-Ausbruch kommt. Genau, wir sind schneller. Macht auch guten Damage jetzt auf plus 1. Das heißt, wir sollten den gleich rausnehmen. Irrlicht ist ärgerlich. Dann hätten wir auch auf Sturzflug gehen können, ehrlich gesagt. Aber wir holen uns den K.O. an der Stelle, weil wir sollten langsamer sein mit dem Flamigo. Genau. Okay. Ja, alles nicht so easy. Alles nicht so easy. Aber winnable. Ich fand es erstmal sehr, sehr cool, dass wir in dieses Matchup irgendwie reingefunden haben. Aber unser Gegner hat mit dem Smogmog uns... Okay, Giftschleim. Wieso spielst du nicht Überreste? Sind die irgendwo anders drauf? Aber das ist halt ein Fehler, den man schon mal im Teambuilding irgendwie noch macht mit der Terra, dass man Giftschleim irgendwie drauf packt. Nicht zu verwechseln mit dem Giftschleim letztens auf dem Fatalichar bei der 3000-Abo-Folge, was absolut immer noch nicht in meinen Kopf reingeht. Und jetzt kommt der hier rein. Okay. Okay, warum eigentlich? Eine Runde Bizarraum noch. Ich könnte Rundumschutz drücken, aber ehrlich gesagt bin ich auch jetzt nicht so gepressured von dem. Aus dem Grund drücke ich, glaube ich, Sturzflug und drücke hier nochmal Schallwelle. Das ist übrigens so ein cooles Set, merke ich gerade. Das ist nämlich Fähigkeitsschild Demeteros, was ja sau nice ist. Also das ist wirklich strong, weil dadurch der Bedroher durchgeht, obwohl die Fähigkeit ja eigentlich unterdrückt wird. Das ist cool. Das ist sehr cool. Aber wir können es trotzdem noch gewinnen. Wir können es gewinnen mit einem cheeky Play namens Rundumschutz. So, Reaktionsgas kommt, Synchronauftritt. Wir gönnen uns den Spezialangriffsboost. Cool. Sturzflug kommt, macht gar nichts. Okay. Bin jetzt sehr gespannt, ob wir es noch gewinnen können. Wir haben jetzt hier nur noch das Flatterhaar, was natürlich strong ist. Und Demeteros. Aber wir sind auf plus 1 und wir hauen jetzt was raus. Und wenn der jetzt sagt, ich drücke erstmal Zauberschein und Steinhagel, um zu flinchen, dann gewinnen wir das noch. Weil Flamigo ist langsamer und droppt. Deswegen kommt hier Schallwelle, weil die sollte Flatter der Range rausnehmen. Ey, das wäre cool, wenn wir es noch gewinnen können, weil ich glaube, wir haben uns gut gegen dieses Matchup geschlagen. Haben so ein bisschen unseren Weg gefunden, hier irgendwie zu gewinnen zu können. Bisschen Pech gehabt mit der Vergiftung, denke ich, weil wir sonst noch einen weiteren Turn gelebt haben. Also Flamigo, Rundumschutz. Und jetzt kommen Steinhagel und Zauberschein. Ah, schade. Naja, er hat den Gegner erkannt, den er jetzt... Oh, aber Steinhagel, sehr gut. Kein Drop, das war wichtig. Let's go, okay. Steinhagel kommt. Let's go, Alter. Schmeckt sehr, sehr gut. Und das macht 50%. Ich glaube... Jetzt weiß ich gar nicht, wie ich es spielen will, weil Fruststampfer ist jetzt sein Play. Also er darf jetzt hier eigentlich nicht mehr
darauf hoffen, also dass ich, also eigentlich wäre es hier Sturzflug und hier Schallwelle. Eigentlich wäre es sogar Ruckzuckhieb, aber ganz ehrlich. Ich gehe Schallwelle, Sturzflug. Wir sehen Schutzschild für den Burn, okay. Soll ich deswegen nochmal, einfach nur deswegen für Rundumschutz gehen? Weil er jetzt denkt, jetzt könnte er Steinhagel drücken. Und wir sollten jeden Hit leben. Selbst den Fruststampfer sollten wir leben an dieser Stelle. Ich denke, aus dem Grund drücke ich Rundumschutz. Weil es ist sein einziger Play zu flinchen und uns dann irgendwie zu critten. Dann kann das noch gewinnen. Aus dem Grund kommt Schallwelle, unsere stärkste Attacke, Rundumschutz. Falls er jetzt sagt, okay, wenn du so den machst, dann flinche ich dich jetzt mit beiden. Aber es kommt der Fruststampfer, okay, dann war es ja nicht der richtige Play. Uff, okay, das hat viel Schaden gemacht. Dann wäre es Sturzflug aber 100-mal gewesen. Haben wir ein bisschen Glück gehabt. Hätten auch einfach nochmal Schutzschild drücken können auf dem. Aber wir haben gewonnen. Ein Matchup, das ich im Kopf schon direkt verloren hatte. Und das Team macht richtig Bock. Ich sag, wir haben jetzt nicht die Mantidea-Kombo gesehen, was nicht schlimm ist, weil ihr könnt das Team ja gerne auch ausprobieren. Am Anfang war ein Leihcode und ja, sehr, sehr cooles Team einfach und probiert das gerne aus. Obwohl, wisst ihr was, ich merke gerade, ich stelle das Team so als ein bisschen crazy vor und dann kriege ich gar nicht so die crazy Kombo rein. Deswegen versuche ich jetzt wenigstens nochmal ein Spiel mit Elektroball reinzugönnen und da vielleicht ein bisschen Work zu machen. So, Kai ist unser nächster. Oh nein. Warum ist da schon wieder ein Smogmog? Ich habe keinen Bock mehr, gegen Smogmog zu spielen. Ich meine, wir können immerhin trotzdem unseren Schwächenschutz triggern, ne? Wollen wir es einfach mal probieren? Wenn Smogmog da steht, wird verhöhnt. Könnte man eigentlich mal probieren, ne? Boah, es ist halt ein super gefährliches Team. Crossor kommt mit, weil überleg mal, was der Gegner für eine Psychoschwäche hat. Die ist ja absurd. Ja, die ist sehr absurd. Und eine Feenschwäche noch dazu. Wir gehen so rein. Mantidea, das, also es ist halt nicht das Matchup. Klar, gegen Quappo und gegen Ursaluna irgendwo schon. Und auch irgendwo gegen Ogapon. Aber wenn man sich Felinara anguckt, glaube ich, ist der schon noch ein bisschen besser. Okay, wir kämpfen gegen Jay. Und Jay hat Blutmond Ursaluna am Start. Und leider wieder Reaktionsgas. Ah, ich habe keinen Bock mehr. Wir gehen Mystowellen und wir gehen hier direkt in die Terra. Und drücken einfach die Aurasphäre in diesen Slot. Weil Smogmog ist halt gepressured, trotzdem durch die Psychoattacke. Weiß ich jetzt nicht, ob der drin bleibt. Und mit Mystowellen sollten wir alles leben können. Schallwelle ist eine Lärmattacke, das heißt, wir nehmen auch keinen Schaden von unserem Elektroball, was cool ist. Das heißt, erstmal okay, dass er sich für diese Route entscheidet, denke ich. Boah, Ursaluna ist so angsteinflößend. So, wir sehen direkt die Terrakampf. Offensiv und defensiv, damit wir jetzt die Bodenattacke einfach besser leben. Wenn jetzt eh nur Schallwelle kommt, ist es halt so. Vor Smogmog habe ich gerade relativ wenig Angst. Könnte Verhöhner kommen, um den Bizarrum zu verhindern, den wir nicht drauf haben. Von daher alles cool. Wir sehen eine Terra. Okay. Terra normal, denke ich. Was sonst? Ja. Okay. Ich weiß gar nicht, ob es noch eine andere Terra auf dem gibt. Offensiv wird der gerade nur gespielt, weil er tanky genug ist, auch sehr effektive Hits einfach zu tanken. Der wird auch unsere Aurasphäre an der Stelle tanken. Aber der geht jetzt erstmal auf minus 2 Spezialangriff. Und damit sollten wir alles leben können. Und wir machen hier Schaden. Junge! Okay. Das ist... Ich kenne das Team. Das habe ich... Was? Leben Orb Smogmog? Und Schallwelle kommt durch gegen Lärmschutz, oder was? Ist es doch keine Soundattacke, oder weiß ich nicht, wie Lärmschutz funktioniert? Ach nee, Fähigkeiten funktionieren ja einfach nicht. Leben ob Smogmog, alles klar. Ich sag, wenn wir den rechten Slot halt ausnocken, und das war sehr, sehr knapp, dann gewinnen wir nicht, aber wir... Ah, es war knapp, schade. Schade, schade, schade. Wir gehen jetzt auf den Schmarotzer in den Start. Obwohl, wenn das ein offensives Pokémon ist, können wir hier auch einmal hier reinschmarotzen und Schutzschilden. Der ist auf minus 2. Könnte auch rausgehen. Könnte auch ruckzuck heben. Aber ich denke, einmal Scanner und links einen Hit reinjagen ist nicht so schlecht. Weil er wird hier sehr, sehr offensichtlicherweise nochmal Schallwelle drücken. Und ich denke, er wird auch an der Stelle Mülltreffer auf Silvion drücken. Warum nicht? So, Schmarotzer wird guten Damage machen. Geht. Ist gar nicht so offensiv. Mülltreffer kommt. Okay. Ich hoffe halt nicht Blutmond. Aber Schallwelle wird hier immer kommen, oder?
ja. Die leben wir. Und damit haben wir uns schon mal ein bisschen Chip gekauft für den Turn. Wir leben es nicht. War eine Roll. Ah, schade. Der ist auf minus 2. Kann mir jemand erklären, wie Lärmschutz funktioniert? Anscheinend nicht so, wie ich dachte, wie es funktioniert. Nicht von Geräuschattacken. Wieso ist denn... Alter, ich hab's doch gerade schon gesagt, weil die Fähigkeit unterdrückt wird. Alter, wie oft soll ich es eigentlich noch vergessen? Liegt auch ein bisschen daran, dass natürlich die Aufnahmesession heute schon ein bisschen andauert. Wir gehen jetzt hier auf eine Psychokinese und auf eine Schallwelle. Wir sollten damit hoffentlich einen Double KO holen. Und wenn jetzt hier die Psychokinese schon reicht, würde ich das sehr gerne sehen. Okay, dann haben wir es falsch gespielt, weil dann hätten wir auch auf Ruckzuckhieb gehen sollen. Es sei denn, Psychoerzeuger kommt. Naja, wir hätten Ruckzuckhieb rechts, wäre ein KO gewesen. Aber wir sind schneller. Dann haben wir es richtig gespielt, weil dann gehen wir jetzt auf plus 1 und können jetzt zwar die rote Karte nicht mehr verwenden, aber ich sag, das Matchup ist, oder das Match ist cool und wir sehen auch nochmal so ein bisschen eine andere Strategie. Klar, das Elektroball hat eher supportet, aber Elektroball kann auch ein sehr, sehr cooler Supporter sein. Also das zeigt auch, das Team kann man auch nochmal ein bisschen anders spielen, auch wenn ich jetzt gern den Hit noch gelebt hätte. Den hätte ich gern noch gelebt. Wir sehen jetzt Ogapon und wir sehen Quappo. Spotlight, Schallwelle nimmt Quappo auseinander. Ich muss mal kurz gucken, wie unser Fininaha gebaut ist. Bitte KP-Investment, ja. Was ist hier los? Wir haben kein... Also die Sets sind schon ein bisschen Gewöhnungsbedürfnis. Wir haben kein spezielles Angriffsinvestment. Ich gehe auf den Bizarro-Arm und ich gehe auf die Schallwelle. Oder Schutzschild. Ich gehe auf Schutzschild. Ich glaube, zumindest auf dem Servol sind wir ziemlich speziell physisch defensiv gebaut. Oh, let's go. Okay. Das ist sehr, sehr wichtig. Weil selbst ein Abschlag oder so, Bandit-Abschlag, keine Ahnung, Liquidation, ja, sollten wir leben. Dankeschön. Rote Karte für dich, raus mit dir, wenn noch ein anderes Pokémon dabei wäre. Aber ist nicht. Trotzdem cool. Er denkt sich jetzt wahrscheinlich, what is this? Wir gehen Psychokinese. Ich denke in den Slot, weil auf plus 1 kann ich mir vorstellen, dass wir Quappo hier auch einfach gerade kaputt hauen. Deswegen Psychokinese links. Um Sturdy zu brechen, auch wenn ich nicht glaube, dass es ausreichen wird. Wir sehen die Schallwelle kommen. Okay, wir hätten rechts doublen sollen. Der ist einfach langsamer. Okay, dadurch ist es egal, aber wir nehmen halt jetzt gleich beide raus. Wenn es kein Crit gibt, bitte kein Crit. Danke, das war glaube ich kein Crit. Und jetzt drücken wir Schallwelle. Was bleibt uns gerade anderes übrig? Nicht viel. Und damit sollten wir das letzte Matchup auch noch gewonnen haben. Ich sag, man kann die Sets noch ein bisschen anpassen. Wenn man das Mantidea, let's go, sehr, sehr cool. Wenn man das Mantidea noch ein bisschen bulkier macht, dann habe ich auch mehr Bock, das in Bizarro zu spielen. Aber ansonsten funktioniert dieses Team extrem cool. Ich kann ja erzählen, ich bin auf meinem Zweitkanal. Ich bin mit der vorletzten Folge in die Meisterballklasse aufgestiegen. Und ich bin jetzt hier in der Meisterballklasse und gewinne trotzdem mit so einem Team 4 Matches hintereinander, was sehr, sehr strong ist. Und auch sehr, sehr viel Spaß gemacht hat. Danke fürs Zusehen. Ich habe so viele coole Teams in Zukunft geplant, deswegen gerne abonnieren. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Ich würde mich sehr darüber freuen. Macht's gut, bis dahin und ciao.